Grüßt euch, Servus und Hallo zur Wochenwettershow. Nun sind wir wirklich mitten in der Urlaubszeit. Das letzte deutsche Bundesland, Bayern, ist in die Ferien gestartet. Passend dazu gibt es nun in der ersten Augustwoche nochmal eine Hitzewelle. Wem es dann zu Hause zu warm wird, dem empfehle ich ab in die Berge. Hier oben ist es angenehm warm und nicht zu heiß. Und als Extraschmankerl gibt es noch so eine schöne Aussicht wie hier, eingefangen von unserer Livecam in Hochötz. Am Dienstag gibt es anfangs strahlenden Sonnenschein. Nachmittags bilden sich jedoch immer mehr Quellwolken, die werden größer und größer und schließlich entwickeln sich daraus einzelne Schauer und sogar Gewitter. Die können lokal auch mal etwas heftiger ausfallen. Auch in der Nacht auf Mittwoch gewittert es stellenweise noch weiter. Tagsüber ist der Spuk allerdings wieder vorbei. Es gibt dann wieder Sonnenschein vom Feinsten und es bleibt trocken. Dazu wird es hochsommerlich warm mit Werten zwischen 23 Grad in Obergurgl und Fendt und bis zu 32 Grad in Hochötz. Da wird es also schon richtig heiß. Am Donnerstag und Freitag geht das sonnige Wetter weiter. Schauer und Gewitter gibt es dann nur noch ganz vereinzelt und wenn dann auch erst gegen Abend. Dazu wird es noch heißer. Am Freitag erreicht nämlich die aktuelle Hitzewelle ihren Höhepunkt mit Höchstwerten zwischen 29 und sogar 34 Grad. In Obergurgl und Fendt bleibt es dagegen eher angenehm warm mit Höchstwerten um 25 Grad. Am Freitag und auch am Samstag werden Sie wohl einige schicke und gepflegte Oldtimer im Ötztal zu Gesicht bekommen. Die Ötztal Classics zieht wieder ihre Runden. Bei dem Oldtimer-Rennen geht es am Freitag von Ötz aus bis nach Obergurgl und wieder zurück. Anschließend steht am Abend der Dorf-Grand Prix auf dem Programm. Dabei werden tausende Zuschauer erwartet. Am zweiten Renntag geht es raus aus dem Ötztal. Im Tiroler Inntal werden historische Bauwerke angepeilt, wie zum Beispiel das Goldene Dachl in Innsbruck. Am Wochenende ist das Risiko für Schauer und Gewitter wieder ein wenig höher. Im Großen und Ganzen bleibt uns aber das schöne Sommerwetter erhalten. Dabei gehen die Temperaturen bis zum Sonntag ein wenig zurück. Im Tal werden dann aber immer noch knapp 30, in 2000 Meter Höhe knapp 20 Grad erreicht. Ja, und zum Starten in die neue Woche steigen die Temperaturen voraussichtlich schon wieder an und wir können uns auf weitere Tage mit richtig viel Sonnenschein freuen. Am Sonntag wird gefeiert, aber nicht irgendwo, sondern in einer Höhe von über 2100 Metern. Bei der Mittelstation der Geislachkugelbahn erwartet Sie beim Fest am Berg ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, großem Kinderprogramm, Bauernmarkt, Ponyreiten und vielem, vielem mehr. Los geht's um 9 Uhr. Das Fest dauert bis ungefähr 17 Uhr und für nur 10 € können Sie ganz gemütlich mit der Bahn nach oben und auch wieder nach unten fahren. Ja, und das war die Wochenwettershow für diese Woche. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Urlaub. Genießen Sie die Sommerfrische in den Bergen hier im Ötztal, im Höhepunkt Tirols.